Rahmen unserer Serie Leadership im Sport haben wir in dieser Woche Rennfahrer Dennis Ogertz sowie dessen Co-Pilot Lukas Pfeiffer besucht. Vor Ort haben wir mit Dennis über den Rallye-Sport und die sportlichen Ziele gesprochen und ihn gemeinsam mit seinem Co-Pilot und Ziel der Kurzstrecke gefragt. Hallo, mein Name ist Dennis Ogertz, ich bin 24 Jahre alt und ich bin Rallye-Fahrer. Wir wollten wissen, welche langfristigen Ziele Dennis und sein Team sich gesteckt haben. Ja, wir möchten als Team natürlich zusammenwachsen und uns langfristig in der Deutschen Rallye-Meisterschaft etablieren. Das ist so das primäre Ziel, wo wir als Team gemeinsam haben. Auch nach den persönlichen langfristigen Zielen von Rallye-Fahrer Dennis haben wir gefragt. Ja, ich möchte mich sportlich und fahrerisch weiterentwickeln natürlich. Wäre super, wenn ich international Rennerfahrung sammeln könnte und ja, dass ich das irgendwann mit einem Titel krönen könnte. Ob das jetzt der deutsche Rallye-Meistertitel wäre, das wäre dann natürlich schön. Da der Rallye-Sport ein sehr zeitintensives Hobby ist, hat uns außerdem interessiert, ob Dennis sich vorstellen könnte, den Rallye-Sport zum Beruf zu machen. Ja, das ist natürlich das Hauptziel, dass wir halt langfristig gesehen davon irgendwie alle leben können. Ja. Das wäre natürlich ein Traum von, oder ist der Traum von jedem Sportler. Und ja, aber es wäre natürlich cool, wenn ich nach meiner Rennfahrerkarriere das trotzdem zum Beruf machen könnte, im Bereich von Organisation und Motorsport. Wir haben uns gefragt, wie man zu einem so außergewöhnlichen Sport wie dem Rallyefahren kommt. Ja, das ist eigentlich ganz ein kleiner Zufall. Wir waren mit der Familie Kart fahren gewesen, was man halt so mit der Familie mal macht. Und ja, dann hatte ich das ein bisschen erklärt bekommen. Und mein Papa, der ist früher auch Rennen gefahren und der hat mir das ein bisschen erklärt mit dem Gas und Bremsen, dass man das ein bisschen gleichzeitig machen kann und den Schwung mitnehmen kann aus den Kurven. Und ja, dann hat das eigentlich auf Anhieb ganz gut geklappt. Beim nächsten Mal bin ich einen Streckenrekord gefahren und ja, so hat sich dann auch so der Wille dazu entwickelt, das weiter und professioneller zu machen. Ja, das war so der Start. Um mehr über den Rallye-Sport und die verschiedenen Teammitglieder zu erfahren, hat Dennis uns erklärt, woraus das Team im Rallye-Sport besteht und welche Aufgaben die einzelnen Teammitglieder haben. Gut, das Team besteht aus meinem Beifahrer, der liest mir quasi das Gebetbuch vor, das ist quasi, wenn wir morgens die Rennstrecke abfahren gehen, liest er mir die Strecke dann quasi nochmal vom Block her vor. Und darüber hinaus habe ich den Trainer und die Mechaniker. Und ja, nur das Team an sich kann gut funktionieren, wenn wir alle miteinander kommunizieren. Das heißt, ich muss meine Gefühle äußern, was ich sage, was gut oder schlecht auf der Rennstrecke war, was wir verbessern können, wie sich das Fahrzeug verhält, wie ich mich verhalte. Und nur so können wir konstruktiv die Daten auswerten und sagen, okay, hier und hier, da hat es noch gehapert und das kann man noch besser machen. Ja, das Team muss eigentlich, oder es funktioniert nur, wenn wir alle miteinander kommunizieren. Und nur so können wir dann die Daten auswerten, analysieren und uns gemeinsam verbessern. Weiterhin haben wir sowohl Dennis als auch seinen Co-Pilot Lukas gebeten, eine Reihe von Erfolgsfaktoren hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für den Teamerfolg zu ordnen. Dabei stehen der Teamgeist und das gegenseitige Vertrauen im Team für beide an höchster Stelle. Die Erfolgsfaktoren Motivation, individuelle Leistungsfähigkeit sowie Fitness sehen beide im mittleren Feld. Auf den hinteren Rängen folgen Disziplin, die Autorität des Trainers und die Taktik, wobei Co-Pilot Lukas im Gegensatz zu Fahrer Dennis die Taktik als wichtiger beurteilt als die Disziplin. Auf dem letzten Rang folgt auch hier als unwichtigster Erfolgsfaktor das Pampern einzelner Teammitglieder. Dennis gibt an, dass sein Trainer in der Vorbereitungsphase auf ein mittleres Maß an Beziehungsorientierung in Kombination mit größtmöglicher Aufgabenorientierung setzt. Am Wettkampftag verringert sich die Aufgabenorientierung stark,
während die Beziehungsorientierung auf ein Höchstmaß ansteigt. In der Nachbereitung spielt die Beziehungsorientierung keine Rolle. Die Aufgabenorientierung ist dabei voll ausgeprägt. Es wird sich demnach der Führungsstil der Teammanager, Drillmeister und Förderer bedient. Co-Pilot Lukas beschreibt den Führungsstil des Trainers in der Vorbereitung als Kombination aus sehr hoher Aufgabenorientierung und hoher Beziehungsorientierung. Am Wettkampftag verringert sich lediglich das Ausmaß der Beziehungsorientierung geringfügig. In der Nachbereitung sinkt die Aufgabenorientierung ebenfalls leicht, sodass eine mittelausgeprägte Beziehungsorientierung und eine höhere Aufgabenorientierung an den Tag gelegt werden. Im Durchschnitt führt der Trainer mit dem Führungsstil des Teammanagers, wobei die Aufgabenorientierung jedoch höher ausgeprägt ist als die Beziehungsorientierung.